Komm, dann jagen wir jetzt. Bock drauf. Alter, das Hinterrad blockiert immer, dann rutscht es immer, Mann. Trotz ABS, voll komisch. Digga, wo ist der hingefahren, Mann? Ach stimmt, wenn er da hinten raus ist, oh nein. Da hinten ist er. Hallo. Schönen Wagen. Darf ich mal an dem Auto lecken? Digga, das soll einfach nur mal Gas geben. Wir rennen durch die Stadt gegen, was sind das überhaupt? Digga, voll das geile Auto, Mann. Maserati, ne? Fettes Auto, Mann. F-Type, ne, Jaguar F-Type, Alter. Digga, fettes Auto, will ich auch mal haben. Sieht echt geil aus. Ey, der versorgt mich jetzt eh, Alter. Alter Schwede, was ein geiles Auto, was ein Sound, Digga. Heilige Scheiße. Hallöchen, Leute. Ich war gerade auf der #Pissstelle. Und ich werde jetzt, das hätte ich jetzt vielleicht vorher machen sollen, hier einen Sticker verstecken. Moment. Hier. Nimmt die Kamera noch auf, oder? Ja. Ich denke schon. Also, ich würde hier einen Live on Wheel Sticker verstecken. Und zwar genau hier. Bei dem gelben. So, wer den hier findet, ich bin in Hilling, wer den hier findet, der schickt mir das Foto auf Facebook von einem Sticker. Das würde mich echt mega interessieren, ob das irgendjemand hier findet. Wahrscheinlich liegt er morgen noch da, oder morgen wird die Wiese gemäht und er ist weg, das kann natürlich auch sein. Aber wer den Sticker hier findet, kann ihn behalten. Nein, er muss ihn mir zurückgeben, Mann. So. Ach schade. Warum ist so scheiße heiß? Bitte lass fahren, Alter. Ach. So. War gerade im Klo. Boah, ich schwitz. Bin Esel. Alter. Unglaublich. Boah, so heiß. Aber tragt auch bei den Temperaturen Schutzkleidung. Auch wenn scheiße ist. Macht es einfach. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Es ist ein Motorradfahrer hinter uns. Ja. Neues Thema. Das Mädchen, über das ihr alle schreibt, ja, der ich meine Nummer gegeben habe. Ja, die hat sich gemeldet. Das interessiert ja so viele Leute, Alter. Das ist unglaublich. Alter, wie geil ist diese Strecke, Mann. Okay, also, das Mädchen hat sich gemeldet. Ja. Ich kann es nicht jedem in die Kommentare schreiben. Ja,
Sie hat sich gemeldet. So, da das Video jetzt wahrscheinlich sehr viel später kommt als geplant, weil ich nämlich schon 6 Videos im Voraus aufgenommen habe, keine Ahnung, hat sich da wahrscheinlich schon entweder mehr ergeben oder weniger. Ich kann euch mal erzählen, wie es bis jetzt war. Wir haben halt geschrieben und mehr geht euch nicht an. Also, wir sind mal verabredet. Vielleicht hat sie auch Bock, in mehr Videos mitzuspielen als in nur dem einen. Wo sie dann auch weiß, dass sie mitspielt. Falls du das siehst, liebe Grüße gehen raus an dich. Ich find's mega geil. Ich finde dich mega geil. Du bist so geil drauf, Alter. Das habe ich noch nie erlebt. Also, alle anderen immer voll, keine Ahnung, die schämen sich immer voll. Und sie gleich voll dabei gewesen. Das hat mir übelst gefallen, Mann. Sau cool. Ja. Also, wenn ihr das Video seht, haben wir uns eh schon getroffen. Und eventuell gibt es ja dann mehr Infos in einem anderen Video. Oder vielleicht ist ja das nächste Video schon mit ihr, wo sie hinten drauf sitzt. Nein, keine Ahnung. Also, ich glaube nicht, dass sie Motorrad fahren will. Mal schauen. Wäre aber cool, wenn. Und wenn sie einen YouTube-Kanal macht, wird sie übelst fame, weil sie erstens übelst hübsch ist, weil sie eine Frau ist und weil ich sie pushen werde. Und ja. Also, falls du das siehst, mach einen YouTube-Kanal, mach einen Motorradführerschein und dann fahren wir gemeinsam. Wo bin ich hier? Wo bin ich denn hier? Ich glaube, ich weiß, wo ich... Ah, guck mal, man lernt immer neue Strecken kennen, wenn man Motorrad fährt. Das ist geil. Ja. Mehr gibt es zu dem Thema nicht zu sagen. Ich will das Video nicht zu lange halten. Oh, enges Rechtsabbiegen, Alter, geil. Also, wie gesagt, falls du siehst, nimm dir meine Worte zu Herzen. Du wirst fame. Nein, Spaß. Also, ja, ihr werdet noch mehr erfahren, Leute. Also schreibt mir bitte nicht unter jedes Video, was mit dir ist. Mein Gott, wenn ihr schon Fragen habt, dann stellt es wenigstens unter das eine Video. Aber nicht unter jedes. Aber na gut, ich würde sagen, schönen Tag, haut rein, tschüss.